Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Stufenschalter für die Lautstärkeregelung. Und zwar ist das ein Schalter der Firma Schalco und der hat 31 Schaltstufen. Der sieht auch sehr robust aus, der hat also eine sehr solide Mechanik für die Indexverstellung. Da mit einer Feder. Die Kontakte und Schleifer sind auch sehr gut gearbeitet. Das sieht mir aus, als wenn das massives Silber wäre. Der Schalter macht also insgesamt einen sehr guten Eindruck. Ich weiß gar nicht, was der kostet, da keine Informationen zu finden können. Ja, jetzt gefiel es mir aber nicht, dass dieser Schalter nicht fernbedienbar ist, aber dafür gibt es ja den Oxhead. Das ist die Steuerung für Stufenschalter. Und der Oxhead, der kann also beliebige Stufenschalter steuern. Man muss ihm halt nur sagen, was habe ich jetzt für einen Schalter, mit wie vielen Schaltstufen. Und wie man das programmiert, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Oxhead ist also gerade frisch montiert und der wird jetzt das erste Mal unter Strom gesetzt. Der bekommt eine Versorgungsspannung von 10 Volt. Stecker in die Steckdose und da sehen wir, da passiert was. Da steht im Display Turn CCW, Counter Clockwise, also gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann machen wir das doch mal. Ah, da ist was passiert. Calibration OK stand da. Jetzt hat der Schalter sich also kalibriert. Und jetzt müssen wir die einzelnen Schaltpositionen abspeichern. Dann drehe ich ganz nach links. Und mit der ersten Position fangen wir an. Und das mache ich jetzt über die Fernbedienung. Dann nehme ich diese Philips hier. Der Oxhead kann also beliebige Fernsteuerung verwenden nach dem RC5-Protokoll. Damit ich die Hände frei habe, lege ich die Kamera jetzt mal beiseite. So, und dann geht es auch schon los. Dann speichere ich jetzt mal die erste Schaltposition ab. Das war die erste. Und zur nächsten. Da kann ich eigentlich gar nichts verkehrt machen. Wenn ich jetzt die gleiche nochmal abspeichern will, dann kriege ich da einen Hinweis im Display. Same position. Okay, dann die nächste. So, und wieder die nächste. Oder wenn ich gar in die falsche Richtung drehe, was passiert dann? Oh, da habe ich einen Error. Also das ist eigentlich schon sicher. Dann speichern wir mal alle Positionen durch. Die hatten wir schon. Das dauert natürlich jetzt ein Weilchen für alle Positionen. Zum Glück muss ich das nur einmal machen.
Und so weiter und so fort, bis wir ganz rechts angelangt sind. Und da war es die 31. Position des Schalko-Schalters. Weiter geht's nicht. Und jetzt drücke ich die Taste 0, um das Menü wieder zu verlassen. Und dann geht der Oxet auch schon in Betrieb und möchte gern den Schalter drehen. Da haben wir die Tasten Plus und Minus für Lautstärke und dann gucken wir mal, was passiert. So, jetzt möchte ich gerne mal Mute drücken. Wenn ich wieder Mute drücke, muss er natürlich auf die Position zurückfahren. Das sind schon die Grundfunktionen des Oxets. Jetzt möchte ich aber gerne auch mal eine Startposition einspeichern. Dafür gehe ich wieder in das Menü. Da drücke ich einfach die Tastenkombination, um in das Menü zu gelangen. Und da kann ich dann die aktuelle Position, die ich einstelle, einfach abspeichern. Dass ich immer, wenn der Oxet eingeschaltet wird, genau diese Position wieder habe. Das probieren wir jetzt auch gleich wieder aus. Das heißt, ich verlasse erst wieder das Menü und er fährt die Startposition an, die ich eingestellt habe. Das probieren wir jetzt nochmal aus. Ich drehe jetzt eine x-beliebige Position. Schalten wir einmal aus und wieder an. Und da hat er die Startposition wieder angefahren. Was haben wir denn noch für Funktionen? Schauen wir mal. Dafür gehe ich wieder ins Menü. Können wir das Lichtdauer anschalten oder das Lichtdauer aus. Standardmäßig ist das Licht auf Automatik, dann geht es nach ca. 5 Sekunden aus. Dann haben wir noch eine Menge weiterer Funktionen da im Menü. Dafür wird aber ein zweiter Oxet benötigt, um die Kanäle auch einzustellen. Und dann können diese beiden Oxets korrespondieren und ich kann dann mit der Normalisierungsfunktion die Lautstärke beim Umschalten zu einer anderen Quelle so anpassen, wie ich das vorher einstelle. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Schallplattenspieler auf den CD-Spieler umschalte, habe ich in der Regel einen Lautstärkeunterschied. Und das kann ich dem Oxet einfach sagen, dass er das automatisch angleicht. So, aber das reicht heute fürs Erste. Hier geht es erstmal nur um die Programmierung und die Grundfunktionen.